Hey, Lego-Fans, das ganze Internet ist am Ausrasten gerade. Auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook über dieses neue Set, was Lego auf den Markt bringen wird. Ab 1. August 2020 wird der Retro-Klassiker Nintendo Entertainment System erscheinen und ab Januar 2021 dann in allen Läden verfügbar sein. Das Set wird 2646 Teile haben, wie man hier an der Box erkennen kann. Ein 18 Plus Set, also wird das eher so ein bisschen die Erwachsenen-Zielgruppe sein, die dieses Set kaufen werden. Oder die jungen Erwachsenen, die ja damals mit dieser Nintendo gespielt haben und kaufen sich das Ding, um mal wieder so ein bisschen Nintendo-Nostalgie tanken zu können und stellen sich das dahin und freuen sich. Und wir werden uns dieses Set anschauen. Ich habe es schon mal so ein bisschen angeguckt, habe mir Gedanken über dieses Set gemacht, was man da erzählen kann drüber, und wir schauen uns so einfach mal die Bilder an. Wir fangen an mit der Box. Die Vorderseite, ich haue jetzt einfach mal meine Meinung raus ins Internet hinaus über dieses neue Set. Michael Friedrichs. Okay, offiziell vorgestellt Michael Friedrichs. Alles klar. Wir haben eine Box, die sehr cool aussieht, hier mit dem Sternenhimmel im Hintergrund. Wir haben hier auf der Seite so ein bisschen Artwork, so ein bisschen Pixel. Und hier unten, ah ne, das sind die Lego-Teile, ne? Hier auf der Seite. Und wir haben hier unten ein, ich finde das echt cool gemacht, diese Umrahmung hier unten mit diesen Steinen. Also die Lego-Boxen, die waren früher ja auch schon toll, aber die werden immer besser und immer schöner. Auf jeden Fall, das ist die Box von der Rückseite. Hier sieht man die ganzen Möglichkeiten, die dieses Set mit sich bringt. Man kann die Kassette einschieben, man hat einen Controller. Und man kann an einem Rädchen drehen und der Bildschirm erwacht zum Leben und der Mario hüpft da so ein bisschen über die ganzen Landschaften. So sieht das Ganze aus. Wir haben eine Kassette, einen Controller, eine Konsole und einen alten Fernseher, sogar mit Antenne und diesen ganzen Rädchen hier auf der Seite. Also das ist echt detailverliebt und ich bin ja auch ein detailverliebter Mensch, und also da haben sie sich echt mal wieder Mühe gegeben. Und ich sehe hier oben auch diese braunen Plates, also es werden große Teils, Teils sind ja Plates ohne Noppen, für die, die Lego-Sprache nicht mächtig sind, bin ich ja auch noch nicht ganz. Die grauen Teils hier oben. Und hier haben wir, das ist auf jeden Fall ein Teilfest. Ja? Also wer Fliesen braucht, dieses Set ist für euch. Also da könnt ihr, da habt ihr dunkelgraue, hellgraue, hellblaue, braun und grün und weiß. Also da ist alles mit dabei. Auch hier das Videospiel hat Plates, der Controller hat Plates. Also sehr, sehr viele glatte Flächen. Und ich hoffe, dass das hier Prints sind. Es sieht danach aus, dass diese ganzen Aufschriften Nintendo, dass die 1 und die 2 und hier beim Controller, dass das Prints sind. Und ich hoffe es natürlich bei so einem teuren Set, dass Lego hier Prints genommen hat und nicht Sticker. Weil ich bin kein Sticker-Fan. Ihr wisst Bescheid. Sehr cool, hier auch mit dem Kabel angedeutet, dass wir jetzt so eine schwarze Stange sein, die aus leichtem Gummi ist. Man kann es also bewegen. Hier auf der Seite auch ganz cool die Stecker. Und ja, auch hier sehr, sehr, sehr cool gemacht, die ganzen Knöpfe. Ich nehme mal an, die werden keinen Federwiderstand haben. Und wenn ja, ist das sehr cool, dass man da die Knöpfe reindrücken kann. Wir werden es sehen, also beziehungsweise YouTube wird das erfahren, und die ganzen YouTuber, die das reviewen werden, die werden euch das dann erklären. Und
Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Review machen werde über dieses Set, weil ich beginne in einem Monat meine neue Ausbildung. Ich werde da nicht sehr viel Geld verdienen und wir kommen irgendwie durch. Wir kommen irgendwie durch mit den ganzen Sets. Aber ich weiß nicht, ob ich mir direkt ein 200-Euro-Set holen werde. Den Preis haben wir uns gar noch nicht angeguckt. Und der liegt bei UVP in Deutschland bei 229,99 €. Wie es in der Schweiz aussehen wird, habe ich keine Ahnung. Und das ist das Ding, was sich im Bildschirm drehen lässt. Zu der Mechanik sehen wir gleich noch was. Also sehr, sehr viele Fliesen. Wer Fliesen mag, ist hier auf jeden Fall bedient. In Abertausenden von Farben und die ganzen kleinen Fliesen, die man sich dann auch wieder auf die albernen Dots-Armbänder draufknallen kann. Da werden ein paar Freude haben. Die ganzen Lego-Fanboys, die werden da daran Freude haben und können dann ihre Dots-Armbänder wieder erneuern. Ich bin kein Fan von Dots. Ja? Hat man vielleicht ganz, ganz schwach gemerkt. Sehr cool. Ich nehme mal an, dass die ganzen Mogger sich das Ganze moggen werden, dass die auch andere Filme haben, die man da durchspulen kann. Jemand wird vielleicht Donkey Kong machen, jemand anderes macht dann Luigi und Tralala oder Mario Kart. Wir werden da auf jeden Fall sehr, sehr viel Fantasie sehen, wieder bei den ganzen Lego-Moggern. Und ich bin da sehr gespannt, was da alles entstehen wird. Vielleicht eine PlayStation 5 oder so. Ja. Dann ist hier der Mario auf diesem transparenten Stängelchen und das dahinter, das wird ein Parabolspiegel sein. Also den Mario, der gefällt mir nicht. Ja. Also den hätten sie auf jeden Fall viel, viel schöner machen können. Auch das Auge vielleicht ein bisschen dunkler, die Haare ein bisschen brauner, nicht so verblasst. Also der geht so ein bisschen unter in dem farbenfrohen Hintergrund. Hier hat man den Mario, den man sich da drauf stellen kann und der sagt dann noch was dazu. Also das ist nicht wirklich meins, dieses diese Elektro-Mario-Sets. Man sieht, der Mario geht so ein bisschen unter. Finde ich sehr schade, dass der nicht leuchtet. Da hätten sie auf jeden Fall den schwarzen Bart, den Schnäuzer hätten sie da schwarz machen können und einfach die Farben ein bisschen satter. Aber hätte Fahrradkette. Ne? Man kann nicht alles haben im Leben und also man muss, das ist Meckern auf hohem Niveau. Also Lego macht da wirklich was sehr, sehr Tolles. Und es gibt viele Menschen, die freuen sich auf August, denn da kommen ja auch neue Star Wars Sets raus und so. Ja, hier nochmal die Kassette. Auch hier nehme ich wieder was an und zwar, dass sich da viele Leute ihre Lieblingsspiele moggen werden und die dann da reinstecken. Also da sind den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Hier sieht man nochmal den Controller und ja, vielleicht ist ja einer so schlau und baut das Ganze so, dass das dann real life funktioniert, dass man da den Knopf drückt und im Fernseher geht das rundherum. Irgendwie wird das machbar sein. Ich komme auf so tolle Ideen. Ich bin nur so unkreativ im Bauen. Ich hätte so viele Ideen, was ich bauen möchte, aber ich habe so keine Geduld für sowas. Und deswegen ist es immer wieder schön anzusehen, wenn jemand so viel Geduld mit sich bringt und sowas erstellt. Auf jeden Fall. Hier sieht man die ganzen Teile nochmal so ein bisschen lose. Die ganzen Fliesen, die braunen. Ein paar Steine. Hier sieht man so ein bisschen was von der Mechanik. Und hier unten sieht man diese Panzerkette oder diese Baggerkette, die beim Pistenbully verwendet wurde, den Lego City Pistenbully. Der hatte diese Ketten drauf und auch noch andere Sets. Und ja, das Ganze wird da drauf geknallt auf diese Ketten und die Ketten werden dann irgendwie hier auf eine Achse gezogen und dann
dreht sich das Ganze und der Mario hüpft dann so ein bisschen über die Landschaft. Sehr cool. Hier sieht man noch so Technikrahmen, Liftarme, eine rote Achse hier. Also das ist auf jeden Fall ein mega cooles Set. Da hat sich jemand sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob es hier der Michael Friedrichs war, aber ja, ich werde es mir nicht holen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Set holen werdet und was eure Meinung ist. Und lasst wie immer ein Like da. Ja, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.